Hallo und herzlich willkommen. Hiermit begrüße ich euch zu World of Warships. Nach einer etwas längeren Pause kommen jetzt hier auch wieder regelmäßig Videos. Es hat sich einiges getan im Spiel, habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Diverse Patches, was ich am krassesten finde oder am tollsten an der Weiterentwicklung ist die Grafik im Spiel. Die Explosion, das Feuer, die Wasserbewegung und alles, das hat sich echt deutlich nach vorne entwickelt. Und natürlich unendlich viele Schiffe dazugekommen. Ich bin jetzt gerade bei den Japanern, da spiele ich die Zerstörer, weil ich die da recht gut finde. Da bin ich jetzt gerade dabei, Level 7 jeweils zu machen. Bei den Amerikanern hatte ich ja die Flugzeugträger gespielt. Genau, hier hatte ich dann aufgehört. Die habe ich noch erforscht. Hoppla. Die habe ich noch erforscht. Da habe ich dann nicht mehr weitergespielt. Wobei sich hier auch einiges geändert hat, muss man sagen. Hier gefallen mir die Zerstörer nicht so sehr. Ist Geschmackssache, je nach Spielstil. Machen die mit Sicherheit auch Spaß. Aber ich bin so ein Torpedo-Abschmeißer und da macht es natürlich mit den 10 Kilometer Torpedos der Japaner schon richtig Spaß. Hier bin ich gerade dabei, die Pensacola zu bekommen. Da fehlen mir noch knapp 4000 EP. Ja, bei der New Mexico, ich habe alle Schiffe, die ich hatte, zwischenzeitlich alle auf Level 5. Und bei den Deutschen, von den Russen habe ich noch gar nichts gespielt. Bei den Deutschen spiele ich die Kreuzer. Da habe ich jetzt mittlerweile die York, wobei die mir nicht so arg gefällt. Aber vielleicht liegt es auch am Spielstil von mir. Also von dem her. Na, bei den Briten habe ich jetzt mal angefangen, Audi Kreuzer zu spielen, weil die deutlich mehr Feuer verursachen. Zumindest ist mein Gefühl. Bei den Polen gibt es ein Premium-Schiff. Bei den Pan Asia gibt es auch nochmal Zerstörer. Also ein Kreuzer und Zerstörer. Da kommen ja dann, es wird ja ständig erweitert, das ist echt krass. Bei den Franzosen spiele ich auch die Kreuzer, weil hier gefällt mir die hier gefällt mir sehr gut. Emile Bertin. Verursacht auch übel viel Feuer. Gefühlt. Immer mein Gefühl, ja. Die macht auch schon richtig Spaß hier. Bei Italien gibt es auch nur ein Premium-Schiff und beim Staatenbund ebenfalls. Was mir hier noch, die ist auch richtig cool, diese Iron Duke. Habe ich leider noch nicht. Ich bin jetzt hier bei Level 3, die habe ich erst angefangen. Ich habe zwischenzeitlich meine ganz kleinen Schiffe alle verkauft, dass ich Platz habe, 5 freie Plätze. Ich habe es leider verpasst, diesen Auftrag fertig zu machen, wo man nochmal deutlich mehr Reserveplätze kriegt für die Kapitäne. Das habe ich leider verbummelt. Das war meine eigene Schuld. So. Ich bin gerade dabei. Ich glaube, ich schaff's aber nicht. Die Indianapolis, diesen Marathon zu machen. Ablauf 16.07. Puh, wird eng. Ich mache jetzt das hier gerade. Da bin ich jetzt bei 200.000 angelangt. Ich brauche noch 100.000 Schaden. Geht Schiffe Stufe 6 und drüber. Das hier läuft nebenbei mit. Das geht aber auch nur bis morgen. Oder? Ja, morgen. Also heute noch. Wie viel habe ich? 7. 3 muss ich noch.
Dann spielen wir noch mal Kreuzer. Dann spielen wir doch direkt mal die York. Ich mache jetzt einfach, ich werde das, denke ich, ein bisschen zusammenschneiden. Ich habe jetzt einfach mal einen groben Überblick über meinen aktuellen Spielstand gegeben. Ich spiele mit Premium, weil man da, das ist einfach, geht einfach schneller. Ja. Geht schneller und macht dann auch mehr Bock. Es geht auch ohne Premium, aber mit macht es halt bisschen mehr Spaß. Genau, meine freien EP, die hebe ich mir tatsächlich auf. Ich benutze aber mal so 1000 oder 500 für bestimmte Module. Jetzt hier gerade bei der Fubuki habe ich ein paar benutzt und hier muss ich wahrscheinlich auch mal reinhauen. Weil du hast am Anfang nur 6 Kilometer Torpedos und das ist. Bei der Fubuki ist selber. Da hatte ich dann einen Teil an EP und habe mir dann einfach den Rest gegönnt. Aber so im Großen und Ganzen behalte ich die EPs für später. Ja, weil später wird es noch richtig teuer. Oh, dann würde ich sagen, hau mal rein. Achso! Ich spiele die größeren Schiffe, jetzt Level 7 bei Level 6. Gut, das ist sowieso, da habe ich alles ausgebaut. Bei der Fubuki habe ich, glaube ich, auch Fahnen drauf. Ja. Da spiele ich mit Fahnen einfach deshalb, um halt schneller voranzukommen. Ich brauche jetzt hier 117.000 EP, 114 für die Hipper. Stufe 8, das ist natürlich schon Worte, ich habe jetzt 15. Liegt aber auch daran, dass ich die jetzt noch nicht so viel gespielt habe. Und gestern hatte ich nur verlorene Spiele irgendwie. Und mir macht hier die zwei machen mir richtig Spaß. Also die machen mir richtig Spaß, die zwei. Hier versuche ich ja die Pensacola noch zu kriegen und die spiele ich auch zwischendurch nochmal. Ich muss natürlich aber auch hier diese Aufträge erfüllen. Oder was heißt müssen, muss ich gar nichts, aber ich möchte die gerne erfüllen. Von dem her würde ich gerne jetzt die Aufträge fertig machen und dann kommt Level. Und dann spiele ich die Omaha. Einfach auch wegen dem Bonus. Wegen dem Erstgewinnbonus. So, ich muss ja gerade mal in den Ton ein bisschen, dass er was hört. So. Wir sind in Level 7, Level 6, Level 7 Gefecht hineingekommen, was ziemlich gut ist. Was haben wir denn für Schiffe? Flugzeugträger. Scharnhorst, Nagato, King George, Fidschi. Zwei Pensacola. Okay, und drei Dings. Wer hupt? Ich stehe hier ganz alleine oder was? Ne. Okay. Das war der Flugzeugträger, auf den passen wir mal ein bisschen auf. Weil die Gegner starten natürlich auch in drei Gruppen, ist klar. Der deckt jetzt gleich schön auf. Ich fahre jetzt mal hier rüber. Ich bleib ein bisschen, der bleibt. Bleibt der stehen? Ja, der steht. Ich bleib ein bisschen bei dem Flugzeugträger. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Wir müssen jetzt natürlich mal gucken, wo die Gegner sich befinden. So, wir könnten schon drauf schießen. Also mal die Kanönchen da. Jetzt gucken wir erstmal, was sich so alles aufdeckt.
von was auch immer. Oh Gott, viel zu wenig vorgehalten. Besser. Geschossen. Voll nicht aufgepasst, aber der trifft natürlich, ist klar. So, ich werde schon wieder bezielt durch zwei. Ich habe den Kapitän so geskillt, dass ich hier sehe, in der Mitte vom Bildschirm, wer auf mich zielt, schießt und so weiter und ob ich entdeckt bin. Warum dreht er jetzt um? Oh je. Yeah. Oh. Droppt er jetzt den eigenen weg? Nö. Nee. So, da ist die Pensacola, dann werden wir auf die mal... So, auf mich... Oh, die Aruba ist ja fast... So, jetzt bin ich dran. Ich verkrümel mich mal hier so ein bisschen. Was macht denn der... Muss ich dazu sagen, die Pensacola ist ein, also mit Torpedos irgendwie überhaupt nicht zu treffen. Irgendwie hat die ein eingebautes Radar. Was, Insel? Oh, Kacke. Ja, doch, weiter drehen einfach. Den schlechteren Winkel zu mir. Der könnte die mal ein bisschen penetrieren. Ah, siehst du? Ein Brandy. Schon mal sehr gut. Oh, das war schlecht geshootet. Das Ruder haben wir getroffen. Die Fidschi, warum... Achso, er hat getorbt, okay, aber... Oh, das war, aber übel daneben. Jetzt mal kurz gucken, wie wir noch schießen können. 17. Er dreht. Treffe ich. Nein. Oh, alles daneben, ey. Unser Team hat die Führung übernommen. Gucken wir mal, ob wir den treffen. Okay, der Flugzeugträger bewegt sich. Ich werde jetzt hier gleich wieder eine Kurve fahren. Ist klar. Da hat es den mal zerfetzt. So, auf den kann ich jetzt immer schießen. Okay, die Lyon hat sich auch verabschiedet. Dahinter kommt auf jeden Fall jetzt noch ein Schiff hervor vor der Insel. Da hat schon was geschossen. Sieht man ja. Der Flugzeugträger bewegt sich auch. Ich fahre jetzt hier mal. Gut, wenn der jetzt da abhaut. Das Dumme ist, dass der. Oh Gott, King George. Pensacola. Auf die kann ich nicht schießen. Wie fährt denn die so? Auf jeden Fall drehen, weil also wenn der auf mich schießt, dann ist Treffer. So, jetzt schießen wir mal hier auf die Pensacola. Unser Team hat
hat die Führung übernommen. Treffe ich? Ja, eventuell hinten. Und alles vorbei. Ist klar. Wo ist unsere DD? Kaputt oder was? Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Jo, das ist richtig. Den müssen wir jetzt platt machen, wegen dem Flugzeugträger. Wenn ich mal hier so ein bisschen meine... Boah, durch die Sonne sieht man schon, wie der fährt. Ich hoffe, der fährt gerade. Gucken wir mal. Zu weit vorbereiten. Jetzt leider. Mist, zu spät gesehen. Egal, solange ich den beschieße und er meinen Mann da ausweicht. Treffen die anderen vielleicht. Macht der Nebel. Sehe ich den nicht? Du siehst normalerweise immer die Kreise. Jetzt ist die Frage, wo er steht. Er ist clever, er schießt nicht. Ich glaube, er steht einfach hier mittendrin. Aber ich sehe den Kreis nicht. Geben Sie Flugabwehr Feuer. Jawohl. Bestätige. So, dann helfen wir mal da hinten. Jetzt dreht er sich genau in dem Augenblick, wo ich auf die Maus drauf drücke. Das ist doch eine Schweinerei. Ja. Hoppla. Auch die was werden? Na, könnte. Aber die fliegen immer so weit auseinander, da meine Murmeln. Oh, jetzt dreht er sich aber quer zum. Der Zerstörer wieder. Och, voll daneben geschossen. Okay, der ist gleich platt. Der steht ja. Ne, der fährt rückwärts. Was macht der? Der ist auch kaputt. Muss dem da mal helfen hier jetzt. Okay, dann soll der Flugzeugträger, da steht ein Base. Burn doch einfach jetzt mal. Okay, das ist kaputt. Sehr schön, die Pensacola lebt immer noch. Und der schießt auch auf den. So, da kommt die Atlanta, die kommt mir glaube ich. Kommt glaube ich mit. Was ziemlich gut ist. So, jetzt ist nur die Frage, kommt die Pensacola? Kommt sie da raus oder kommt sie hier raus? Bin entdeckt. Da ist sie. Was habe ich getroffen? Motor, alles klar. So, die Atlanta schießt natürlich auch mal drauf, ist klar. Er brennt.
relativ zügig gehen, weil die Atlanta, die hat quasi fast Dauerfeuer. Versucht er sich noch zu drehen. Ich denke, da hat er keine Chance. Die ist ja auch platt. Rosa, haben sie sich gegenseitig jetzt? Nee. So, jetzt sind nur noch Flugzeugträger übrig. Aber, boah, wie geht denn das? Die war doch noch voll. Die war doch noch full live. Wahnsinn. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, jetzt brauchst du nicht cappen, wir wollen den Flugzeugträger weg. Da ist er, guck mal, der ist ja fast down. Steht er? Ja, er fährt. So. Treff ich? Meiner! Ha! Doch noch ein Schiff zerstört. Ah, sauber. Coole Sache. So, jetzt gucken wir uns mal die Punkte an. Schaden habe ich jetzt nicht so viel gemacht. So, jetzt sieht man hier unten den Fortschritt, den wir gemacht haben. Ein bisschen, nie genug. Da fehlt jetzt noch eins. Ziel kann man erhalten. Gucken wir Teamwertung. Ja, ich war jetzt nicht so der Knüller. Die Colorado war richtig gut. Oh, und der Flugzeugträger auch. Guck mal. So, und das Ganze ist jetzt natürlich ein Premium, wenn man das jetzt hier vergleicht. Hier ist ohne Premium, da hätte ich jetzt 70.000 erhalten und 60 ausgegeben, also hätte knapp 10 plus gemacht. Wenn man jetzt hier mit Premium, habe ich 104 bekommen, habe 60 ausgegeben, mache ich 44 plus. Bei den EPs habe ich 924 gekriegt, durch die Fahne 956, durch den Bonus, der, wo ich die nochmal dazu bekomme, 1800, und durch das Premium kriege ich schon mal alleine 400 Punkte mehr, knapp. Durch die Modifikation sind es dann nochmal 40 mehr, und insgesamt sind es dann 2,8 statt 1,8, also 1000 EP mehr. Kapitän hat ein Pünktchen bekommen. Aber das bringt mir, glaube ich, nichts. Ne, ich muss hier in der unteren Reihe. Also Premium macht auf jeden Fall. Für mich macht das auf jeden Fall Sinn. Aber wir können Kiste holen. Und? Ach, schade, normaler Container, kein Super Container. Aber ich hatte in letzter Zeit auch echt viele Super Container. Gehen wir mal rauf. Sind drin, vier fahren, alles klar, was können die? Wahrscheinlichkeit, ein Brand mit einer Granate bis zu verursachen 0,5%. Gut, ist jetzt nicht so viel. Über 101%, Wassereinbruch 4%, alles klar. Ist jetzt was für ein Zerstörer. Würde ich mal so sagen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für mein erstes Video jetzt wieder für World of Warships nach einer ganzen Weile. War direkt erfolgreich. Ich denke, wir haben gut supportet. Naja, eigentlich nicht. Von mir war es jetzt so ein mittelmäßiges Spiel. Ich habe zwar die drei Schiffe da auf mich gezogen. Mit. Aber ich hätte deutlich mehr. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr vorfahren sollen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Bis dahin.
Tschüsschen.